Herzlich willkommen bei Plan C. Wir haben heute eine kleine Lost Place Tour vor. Wir sind unterwegs mit dem Max von Survival Ost. Männer, was ist euer Handwerk? Ahu! er holt gerade Taschenlampen. Und wir haben hier, der Max hat hier so ein kleines Lost Place an der Straße gefunden. Und da fangen wir jetzt mal mit an. Ich kann euch leider nicht sagen, was es ist. Ich denke mal, irgendwie so eine alte Schule oder sowas. Nee. Oder? Meinst du nicht? Oder so eine Schule? Ich denke nicht, dass es für eine Schule ist. Aber das ist doch keine normale Wohnung. Ne? Wir müssen mal auf die Taschenlampen warten. Jetzt haben wir Licht. Ja. Also ich denke mal, das wollen wir irgendwie, ich weiß nicht, so eine Art Schule oder so. Das glaube ich nicht, wegen der Tapete. Nee, gerade wegen der Tapete hier. Ich denke mal nicht, dass eine Schule Blümchentapete ist. Das ist doch keine Blümchentapete, das ist hier der... Das könnte auch so ein altes Ferienlager, so ein Wald oder so ein Kram sein. Das ist auf jeden Fall ein schöner alter Ofen hier, aber da ist schon alles rausgeruppt. Hier ist noch eine Tischplatte. Schade, ne, dass sie diese alten Öfen immer so hinsauen. Ja, ey. Das war so ein schöner alter Kachelofen. Ne? Die Dinger, die heizen. Überleg mal, mit den Dingern haben die den ganzen Raum hier geheizt und noch mehr. Ne? Morgen! Also alles groß. Oh, hier hat noch einer geschlafen vor kurzem oder was? Angst. Ja, ich habe genauso eine Spinne. Ey, das war wirklich groß. Ich habe die Bilder hier gesehen. Ja. Die hatte schon Haare, der hätte ich auch Angst gehabt. Und hier waren auf jeden Fall Toiletten. Ja. Hier waren die Scheißhäuser. Also ich. Oh, hier ist aber richtig. Was ist denn hier? Das ist doch irgendwie Marderkacke oder sowas, ne? Der hält hier nicht. Hä? Ich habe noch eine Kopfplatte raus. Nee, achso, nee, ich brauch sie nicht. Willst du jetzt da unten rein? Nee. Na, das ist nur irgendwelche Versorgungsgänge oder so. Würde ich jetzt mal sagen. Da kommst du dann irgendwelche Absteller oder so dran. Was ist denn hier draußen noch? Oh, da drüben, da wohnen welche, oder? Da drüben sind irgendwelche Gärten. Und dann ist auf jeden Fall schon mal eine Ratte. Eine Ratte? Ja. Voller Einsatz. Was ist denn da? Sind gerade durch. Ehrlich? Ja, die sind gerade durch ein Rohr. Oh, nee. Eine Ratte. Ist gerade weggerutscht. Deswegen, ich weiß schon, warum ich in solche Sachen nicht reingehe. Also ich denke mal, da war irgendwas so, ja, so Jugendlandheim oder irgend sowas. Oh, hier oben regnet schon kräftig durch. Nicht mehr so gut, ja. Nee. Jedes Lost Place, was wir gehen, immer voll die Ruhe. Ja. Sind wir einmal hier. Kommt so viel hier, bricht hier voll das Chaos aus. Das war hier so ein altes Ferienheim. Ey, das ist ja richtig groß hier. Guck mal, wie viel da noch überall versteckelt ist. Ich hab gedacht, du siehst nur von der Straße die beiden Gebäude und denkst, das ist alles. Cool. Das ist ja bloß so hier Schulungsraum. Ja, denke ich auch. Irgendwie sowas. So ein typisches hier, so FDJ-Jugend hier. Gib mal die Kinder weg, wir schicken es im Harz. Ja, irgend sowas. Überall versteckt hier noch jede Menge Gebäude. Man muss wirklich im Internet gucken, ne? Wenn andere Leute Lost Place Videos machen, die wissen das immer schon vorher.
weil die nicht so spontan sind wie wir, weißt du? Wir rennen einfach los und so, guck mal da! Was ist das, alte Betten noch? Meinst du? Nee. Das werden die einfach so hingeschmissen haben. Na gut, kann natürlich auch sein, dass die hier... Hier sind auch wieder diese Dinger. Versorgungsschächte hier, Toiletten. Oh, die guten Waschbecken, ey. Und die Klobürste, die ist auch noch neu. Etwas braun, ne? Das sieht ja seltsam aus. So sieht Farbe nach, ja, keine Ahnung wie viele Jahren aus, wenn die Sonne ihren Weg. Oder ist das hier verschiedene Farbe? Keine Ahnung. Das könnte das sein. Das, das, irgendwas sieht, das sieht aus, als wenn sie von drinnen was dran geschmiert haben, ne? Ja. Oh, hier ist die Boiler noch. Die Boiler? Sachen drin. Ach, das ist hier. Ja, ja. Wassertanks oder sowas. Ja? Oder sollte das hier irgendwie was mit Heizung oder sowas? Ja, das war Wasser. Das war doch früher meistens so. Warmwasserheizung. Ey, du hast nur abgelesen, ne? Jetzt wollte ich gerade sagen, hast du eine Ahnung, dass du abgelesen hast. Ja. Was ist das? Mühli. Mühli. Heißt das wirklich so? Ja. Mühli, was ist denn das? Schurspiel mit dir steht ja. Okay. Ja, das sind irgendwelche elektrischen Schaltschränke gewesen. Da haben sie aber auch schon alles rausgeklaut, was nicht mit und nagel fest ist. Elektro. Sieht eigentlich bewohnt aus drüben. Der Ende. Ich wollte gerade sagen, das sieht bewohnt aus. Da würde ich sagen, lass uns mal hier rumgehen und lass uns mal zu. Bevor wir Dinger irgendwie über den Frühstückstisch rennen. Frühstückstisch rennen, mein Gott. Ganz weit hin, so Kilometer weg kam eine Quad an. Da stellt die Oma schon aufgeschmissen. Oh. Ja, typischer Hund. Oh, ehrlich, ne? Oder in den einen Ding hier, wir gehen da rein und auf einmal knallt eine Tür zu, ne? Ey, da bist du erstmal voll am Hüpfen, ne? Das denkst du immer. Auch. Am Stadtrand von Leipzig, ein altes LFG-Kombinat, ja. Mit Werkstätten und allem Kram. Ich bin da rein, ja, der Wind knallt die Tür zu. Das ist Herzenhose. Ja. Und das war auch noch in unserem Keller. Ja, ne? Voll im Keller. Genau, also, beim Winter ist im Keller. Das ist morgen passiert, da war ich hier im Business. In einem alten Malzwerk. Hier stehen noch die Doppelbetten. Da hat es geknackt, da hat es getropft. Also man dachte, das sei jetzt, wer kommt da jetzt? Das ist ein Psychospielchen geworden. Das ist auf jeden Fall sehr weitläufig hier. Ist auch schwer zu sagen, was hier noch irgendwo wo zugehört und was nicht. Hier sind überall Zäune. Ja, schmeiß mir erstmal die Äste. Da ist sogar noch eine Leiter. Wo? Da vorne. Ja, so sieht jetzt nicht wirklich. Jetzt sportlich los, jetzt will ich auch was sehen. Rolle vorwärts abrollen. Jetzt mit Anlauf. So fährt's. Oh. Oh, schon bin ich da. Das ist nur so ein Nebengebäude, das sieht aber auch nicht gut aus hier oben. Das ist nur so ein Nebengebäude, das ist schon total zugewachsen hier. Ja, das denke ich auch, dass das hier noch Nachtspeicherheizung. Aber das sieht ja auch cool aus hier. Guck mal vor die Decke runter. Hier oben sind auch Zeitungen, siehst du das? Hier haben sie erst Zeitungen runtergeklebt. Warum auch immer.
als Tapetenersatz. Aber also unter das Zeug? Ja. Wie Tapetenersatz? Damit sie was zu lesen hatten, oder? Nein. Oh. Ihr seid alle so elegant, warte mal. Schön wieder hier drüber. Und was ist das gesehen, ja? Leicht abgerollt. Cool! Da ist ein See! Ja, ja. Ey, und das ist ein richtig, guck mal, das ist ein richtiger Steg. Siehst du das? Hier. Cool. Das ist gerecht. Ja. Hier hat auch mal irgendwie was gestanden mit Unbefugte, gern gesehen. Unbefugte verboten. Ich würde sagen, das war mal eine Werkstatt. Da sind wir der gruselige Hausmeister gewohnt. Ja, das ist doch noch so ein alter Schultisch oder sowas, ja? Hier drunter gebaut. Hausmeister Willi. Abbeizer. Ey, bei solchen Sachen, da kannst du manchmal noch richtig interessante Sachen. Ne? Da frage ich mich immer, wer das eines Tages mal alles irgendwie entsorgen soll, ne? Was hier noch alles so an Chemiescheiß und so rumsteht, ne? Das will gar keiner wissen, ey. Wahnsinn. Ja. Gemüseerbsen. Junge Brechbohnen. Oh, die armen Dinger, denen geht's schlecht. Ja, und hier hinten ist ein See. Ich suche mal. Und da ist auch noch ein richtiger Steg und sowas. Geil, ne? Schöner Platz zum Magnetangeln hier. Da drüben geht auch noch, da drüben ist sogar ein Eisensteg, wenn ich das richtig sehe. Ich denke mal, das wird hier irgendwie, ja, so Badekram, aber der sieht doch schon ein bisschen älter aus. Da drüben scheint auch irgendwas zu sein. Keine Ahnung, was das für ein See ist hier. Aber an solchen Lost Places hier, ne? Da Magnetangeln, da habe ich in Rottleberode die Knarre gefunden. Das ist kein schlechter Platz hier, da haben viele Verbrecher gewohnt. Sind nicht alleine. Der scheint irgendwie Holz zu sammeln, oder was macht der? Der scheint uns auch noch gar nicht entdeckt zu haben. Ne? Gehen wir mal hier wieder zurück, oder? Boah, sieht schon geil aus hier. Geiles Ding. Hier scheint auch richtig viel Bootsverkehr. Also da drüben, das sieht mir aus wie eine Badeanstalt, würde ich sagen.